Hallo zusammen, heute habe ich eine PS4 Slim hier. Erkennt Festplatte nicht. Gerät ist original versiegelt, so wie es aussieht. Aber der Schein kann trügen. Jetzt gucken wir mal, ob eine Festplatte drin ist. Let's go! Natürlich so, einmal weg. Drinne ist eine Festplatte. Festplattenschraube fehlt. Nicht vorhanden. Gut. Erkennt Festplatte nicht. Dann gucken wir mal. Klemmen wir die einmal an. Komm her. Und gucken mal, was passiert. Stecker rein, Stromkabel rein, supi. So, Controller, einmal her, einmal Stecker hineinstecken. So, Rückgabe funktioniert, ist auch ziemlich dreckig, so wie es aussieht. Jetzt muss ich nur warten, da ich ein Bild kriege. Gut, Power-Taste drücken und dann schauen wir mal, was passiert. Hier auf diesem Bildschirm. Machen wir mal Licht, damit wir was sehen. Gut, PlayStation-Zeichen kommt. Startet neu. Aber man hört, glaube ich, keine Festplatte laufen. Ist natürlich nicht gut. Schauen wir mal. Pulsiert. Ne, ist schon auf weiß. Jetzt müsste eigentlich ein Bild kommen. Gucken wir mal. Drücke die PE-Taste eine Sekunde lang bis zum Ausschalten. 34335 hast du nicht gesehen. So, geht aus. Gut. Dann können wir mal gucken, ob wir, wenn wir die Festplatte tauschen, dort etwas erreichen können. Ich gehe aber mal davon aus, dass das schon probiert wurde. Einmal raus. Jetzt brauche ich einmal eine Festplatte. Aber die werde ich so nicht hier reinbekommen. Dann brauche ich einmal Schraubendreher. Einmal rausschrauben. Einmal. Zwei. Drei. Und vier. Raus aus dem Wechselrahmen. Wechselrahmen Slim haben wir hier liegen. Komm her. Da ist er. Festplatte einmal hinein. Komm her. Schraube einmal reindrehen. Sich zickig kommt, andere Seite einmal, und einmal hinten. Hand fest. Hineinschieben. Drin die einmal rüber.
So, die Schraube weg, ist meine. Power-Taste nochmal drücken. Controller nochmal einstecken. Gut. Leuchtet. Dann gucken wir mal, was jetzt passieren möge. Dann scheint es an der Festplatte zu liegen. Einmal PS-Taste. 10.1. Jetzt brauche ich einmal einen USB-Stick. Einmal hinein. Dann ist die Festplatte einmal kaputt, so wie das aussieht. X'en und einmal warten. Irgelt, irgelt. Bitte warten. Müsste 4,5 drauf sein oder sowas. Bei 10,5. Also ist bei der Slim einmal die Platte kaputt. Dann können wir die einmal überprüfen. Erstmal warten, was passiert hier. Das sieht gut aus. Ich tue jetzt mal Nein machen, weil ich will mir die Festplatte mal angucken. Vielleicht kann man da noch was instand setzen oder reparieren. Muss man mal schauen. Wäre ja nicht schlecht. Gut, ich lasse die jetzt ausgehen und dann gucken wir uns die Festplatte an. Ich tue das alles einmal wegräumen und dann schauen wir mal. Ich klemme sie auch mal am PC an. Und gucke mal, was passiert. So, einmal alles raus. Controller weg. Einmal runterschwenken. So. Einmal Stick weg. Einmal raus. Einmal raus. Einmal die Platte raus. Das ist ja meine. Gut. Einmal weg und dann gucken wir uns diese Platte an, schrauben wir einmal raus und gucken einmal drauf, was wir dort so probieren können oder machen können. Dann würde ich sagen, so, dann schrauben wir die mal offen, also raus. So, schaut so aus. Drin 1 Terabyte, eine Toshiba ist das. So, dann haben wir hier Kreuzschräubchen hier oben drin. Jetzt tun wir das erstmal auf die Seite. Schrauben wir die Festplatte einmal auf. So, jetzt wollen wir einen Schraubendreher. Und einmal ein bisschen Reiniger. Dann schauen wir mal, was passiert. Mal die erstmal sauber. Ist natürlich übel gelb. Vielleicht reicht ja auch das Säubern. Ich gehe mal drüber, ich mache die mal sauber. Dann tue ich die mal am PC eben anklemmen. Dann schauen wir mal.
kommt gut Schmodder runter. So, einmal weg, das auch. Dann warten wir mal eben. Ich check die mal eben am. So, ich werde jetzt mit der Platte erstmal nicht weitermachen mit der kaputten. Wir bauen jetzt in die Slim eine andere ein. Eine gebrauchte. Und gucken dann, weil das ist eher für mich jetzt ein Testvideo, weil ich ja eine neue Kamera habe, wie das so aussieht, um es ein bisschen kurz zu halten. Und deswegen, vielleicht mache ich die Platte in einem separaten Video, weil selbst wenn, brauche ich eine baugleiche. Was war denn das? Eine Toshiba. Die habe ich aber nicht hier. Das ist zwar eine Toshiba, aber die ist Halde und da möchte ich nicht dran. Deswegen baue ich die jetzt einmal hier hinein. Und ich mache dann eventuell ein separates Video dazu. So, die tun wir mal auf Seite. Jetzt brauche ich die Konsole selber. Da ist sie. So. Dann bauen wir die Festplatte einmal hier ein. So, ist jetzt noch ein bisschen ungewohnt für mich mit der Halterung. Da muss ich mir noch was bauen. So, Festplattenschraube war hier ja keine drin. Dann machen wir das einmal drauf hier. Können hier einmal die Firmware neu aufspielen. Jetzt weiß ich gar nicht, was es war. 8.2 oder so, ne? Oder 8.01. Aber können wir ja feststellen. Einmal Monitor an. So. Mal eben gucken. HDMI 2 ist er. Einmal einschalten. So. Dann gehen wir mal hoch und probieren mal, wie das so klappt mit der neuen. Schauen wir mal. Ich warte, bis ein Bild kommt. Dann brauche ich einen Controller. Wo ist er? Zack, komm her. Initialisierung läuft. Okay. Jetzt breche ich das mal eben ab. Weil da muss ja die richtige Firmware drauf. So. Moment. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt brauche ich die Firmware. Einmal Power-Taste drücken und halten. Loslassen. Jetzt muss ich gucken, welche Firmware das war. PS-Taste. Initialisieren. Reinstall. 10.1. Jetzt gucke ich, was auf dem Stick ist. Wir haben nämlich schon einen Tag später. Ich habe noch eine andere eben gemacht gehabt. So, jetzt gucken wir mal, was drauf ist. Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, die neueste. 10.5 oder so. Warten wir mal. Örgel. Okay. Er sagt mir jetzt nicht, welche Firmware drauf ist. Auf der Platte war auch ein Betriebssystem drauf.
von PS4, aber ein anderes. Deswegen muss man dann immer initialisieren, so als wie tut. Jetzt gucken wir mal. Dann lassen wir den Örgeln hier und bis später. Bild scheint okay zu sein, aber ich muss mir das auf dem Rechner dann mal angucken, wie es aussieht. Prozent. Jetzt warten wir mal. Startet neu. Kann ich mir auch mal eben ein Spiel rausholen. Spider-Man PS5 brauche ich nicht. Max. Schraubendreher und so räume ich jetzt erstmal weg. Brauche ich ja nicht mehr. So, jetzt installiert er und ich sag mal bis später. Und was passiert? Neustart oder was? Schaut so aus. Updating, bla bla bla. Einmal ohne Löten, bitte. PlayStation-Zeichen kommt. PS-Taste auf dem Controller, Deutsch, weiter, abbrechen, überspringen. Und wir hoffen, dass der Rest läuft hier.
Was ist denn das? Zack. Uhrzeit weiß ich jetzt nicht. Weiter, weiter. Das übliche Klicken. Anmelden. So, einmal CD. Einmal hinein. Fährt rein. Läuft an. Einmal X'en. Jetzt müssen wir das groß machen. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Videos mit der neuen aussehen. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Welche es ist, schreibe ich unten in die Beschreibung. Kameramäßig. Optionen. Ton sollten wir auch wieder haben. Weiter. Jawohl, ein bisschen laut. Machen wir ein bisschen. Springen. Riecht übel das Ding. Gut, Licht wieder an, dann gehen wir jetzt einmal runterschwenken, Rückgabe. CD weg, einmal herunterfahren, Sitz ausschalten, Kontrolle ab. USB-Stick raus, alles einmal wegräumen. Gut, Stick kommt dahin. So, Controller einmal weg. Ja, könnt mir ja in die Kommentare schreiben dann, wie das Bild so ist, ob es besser ist oder nicht. Und ich melde mich jetzt ab. Lasst mir bitte ein Abo oder Like da oder eine Kanalmitgliedschaft. Da könnt ihr mich mit unterstützen. Und es laufen auch da die ungeschnittenen Videos. So, ciao, ciao.